Hallo liebe Leute, da spricht dir der Christianer Fototrainer. Schön, dass du wieder auf meinem Kanal vorbeischaust. Worum soll es heute gehen? Ja, ich möchte ein bisschen über mein Equipment sprechen, über mein Equipment an Fotografieausrüstung, Taschen, Rucksäcke, Gurte, was auch immer ich verwendet habe für einen Wochentrip in den Süden. Das heißt, ich war ein paar Tage an der kroatischen Küste, ich war ein paar Tage in Istrien und auch in Triest, eine wunderschöne Stadt, aber dazu später mehr. Und welches Equipment ich mitgehabt habe, was ich wofür verwendet habe, das möchte ich euch ein bisschen vorstellen. Gehen wir mal von außen, also vom Großen ein bisschen ins Kleine, also sprich, fangen wir mal an mit den Fotorucksäcken. Ich habe mich für diesen Trip entschieden, sehr wenig Equipment mitzunehmen. Und wer meinen Kanal schon länger befolgt, weiß, ja, ich bin eigentlich im Herzen ein Minimalist. Ja. Also ich mag das sehr ganz gerne, weniger mitzuhaben und mit dem auszukommen. Und da war meine Vorgabe, die ich mir gestellt habe und die ich auch eingehalten habe, 3 Objektive und eine Kamera. Nicht ganz eingehalten, aber auch dazu später mehr. Fangen wir aber allerdings mal mit den Rucksäcken an. Ich habe einen großen Rucksack mitgenommen. Ich hole ihn hier kurz mal ins Bild. Gibt es auf meinem Kanal auch schon ein Video, und zwar ist es dieser von K&F Concept. Dieser schöne, große, bunte, praktische und sich wirklich gut anfühlende Rucksack. In diesem Rucksack habe ich alles reingepackt, was ich mitgenommen habe an Technik, auch Laptop und so weiter. Und das war auch die Bedingung, das muss ich ausgehen. Ja? Mehr darf es nicht sein. Und da bin ich mit diesem K&F-Rucksack gut durchgekommen. Da gibt es auch ein Video, das verlinke ich euch dann gerne oben. Da habe ich das schon mal getestet. Ich bin damit sehr zufrieden, aber in diesem Fall, also in dieser Urlaubsanwendung sozusagen, habe ich diesen Rucksack nur verwendet, eigentlich als Gepäckstück. Ja. Nicht um ihn täglich am Körper zu tragen, sondern einfach nur um sozusagen während der Reise alles zu schützen, eben auch Laptops und so weiter. Dann habe ich als kleineren Rucksack, und den habe ich auch schon mal hier vorgestellt, diesen von Amazon Basic, diese Schultertasche verwendet. Also die hängt dann so schräg am Rücken, ja, so mit einem Gurt, ja, so, ich zeige das kurz. Ja, die hängt man sich so um und die hängt dann so schräg am Rücken. Und ich finde das an für sich sehr angenehm zu tragen. Ich habe es auch wirklich jeden Tag stundenlang getragen und es war auch kein Problem. Günstig, es ist sauber verarbeitet, es ist echt okay. Verlinke ich euch auch hier. Wenn man es als Nachteil sehen will, ist es doch sehr klein, ja, also das sehr beschränkend. Wenn du sagst, okay, du willst jetzt 1, 2 Linsen, eine Kamera, Geldbörse, Akkus, Speicherkarten, ja, und die Trinkflasche geht nicht mehr rein. Ja. Also das ist so am Limit, ja. Also für so einen Tagesausflug ist das gut, aber es ist fast schon für mich am Limit. Wenn man mit größeren Linsen arbeiten will, wird es richtig schwierig. Ich mache den mal hier so kurz auf, aber das wollte ich ja nicht. Ja. Also ich wollte ja mit kleinem Equipment reisen. Und hier das Innenfach, wenn man das so sieht hier, das ist schon sehr, ja, 2 Linsen, eine Kamera mit aufgesteckter Linse, alles aber auch klein gehalten. So, und was war jetzt an Kameras mit dabei? Das interessiert euch ja immer, weil ihr seid ja so technikgetrieben da draußen. Also an Kameras mit dabei war eine Sony A7C. Diese A7C habe ich mir erst knapp davor geholt, gebraucht, gekauft. Und ja, die kennt ihr auch, also das ist die erste Version, also die A7C, wie der Name schon sagt, also die erste, nicht die 2er, sondern die erste, die hat viele Vorteile, ein paar Nachteile. Wenn es euch interessiert, kann ich da gerne mal ein Video dazu machen, habe ich zwar jetzt nicht vor, aber wenn es unbedingt interessiert, die Kamera kann man noch neu kaufen, würde ich aber nicht. Also ich würde sie mir nicht neu kaufen, ich würde mir entweder die C2 neu kaufen oder die CR, wer also wirklich diese Top-Kamera braucht. Aber die erste würde ich mir nicht neu kaufen, gebraucht ja, ja. Da muss man ein bisschen schauen, wie die Preise liegen, aber im Prinzip ist das eine gute Idee. Die Kamera an sich, ich mache sie mal da kurz weg vom Objektiv, ist sehr, sehr klein. Ja. Ich habe relativ große Hände, ihr seht, das ist sehr, sehr klein. Für mich auch zum Greifen ein bisschen grenzwertig. Ich dachte mir am Anfang, das wird ein Problem werden, die länger zu tragen, war es aber nicht. Ja. Es war eigentlich nichts, es war mehr im Kopf das Problem als in der Realität. Allerdings muss man dazu sagen, ich hatte lauter kleine Objektive und das hier war auch dabei. Das ist 75er Samyang 1.8. Das war sozusagen die leichte, die sanfte Telelösung.
Kam gar nicht mal so oft zum Einsatz, aber hatte ich mit oder hatte ich eigentlich auch jeden Tag am Körper. Mit kleinen, leichten Linsen ist das echt okay. Mit großen Linsen wird schwierig. Liegt auch daran, dass hier diese Griffmulde relativ flach ist und wenn man noch dazu große Hände hat, das schnell schon mal zum Problem wird. Oder man steht hier vorne mit den Fingern am Objektiv an. Das geht mit den kleinen Linsen, aber mit größeren eben nicht. Dazu habe ich diese Handschlaufe jetzt mal in Verwendung. Poste ich euch auch gerne in die Description runter. Da habt ihr auch die ganzen Links zu den Produkten, das sind Affiliate-Links, wo ich auch ein bisschen was davon habe. Ja, ihr habt keinen Nachteil und nicht einen Vorteil. So, das heißt, ich habe hier diese Schlaufe und die hatte ich wirklich so den ganzen Tag eigentlich in Verwendung. Und das war eigentlich eine sehr super Sache, ein sehr sicheres Gefühl, ob wenn du irgendwo am Wasser hantierst und so, ist das immer eine gute Geschichte. Noch dazu, wie gesagt, der Griff ist jetzt nicht das Mördergriffgefühl, also ist das eine gute Geschichte, dass da nichts passieren kann. So, also das war die Kamera. Über die Kamera selber möchte ich, wie gesagt, gar nicht viel erzählen. Vollformat 24 Megapixel, die Technik aus der A7 III, kombiniert mit einem etwas moderneren, also damals etwas moderneren Autofokus, hat mich nicht im Stich gelassen. Sie hat ein paar Macken, aber wen das interessiert, ups, raus aus der Schlaufe, da können wir gerne mal ein eigenes Video dazu machen. Drei Objektive, sagte ich, stimmt nicht ganz, es waren vier, ich gebe es zu. Das vierte habe ich jetzt gar nicht mal bei der Hand, weil das vierte war ein 70-200, also ja, groß, schwer, gut. Ist nicht die ideale Kombination für diese Kamera. Ich wollte aber nur ein Zoom-Objektiv, ein Telezoom-Objektiv mithaben für den Fall. Ja. Hatte ich nie am Körper, hatte ich nur wirklich zweimal, dreimal mit, wenn ich es irgendwo mit dem Auto, also im Auto lagern sozusagen und dann habe ich es kurz verwendet. Aber so, wenn man durch die Straßen läuft, wenn man sozusagen den Urlaubstrip macht, am Strand ist, was auch immer, ja, mobil ist, dann war das große Zoom nie dabei. Eine Neuinvestition bei mir, dazu wird es sicher auch noch ein Video geben, ist dieses Sony, so herum, dieses Sony 40-25. Also diese Linse habe ich mir ge geholt für diese Kamera. Ja? Also ich vorzugsweise, weil klein, leicht, kompakt, relativ leicht, ja. Sony G-Klasse, tolle Linse. Mit Blendenring, ja, über das Objektiv gibt es wahrscheinlich noch ein Video. Dazu ist hier drauf nicht die originale Streulichtblende, ihr habt das sicher schon erkannt. Ihr seid ja Kenner. Also hier vorne ist jetzt eine andere Streulichtblende und zwar eine rechteckig wirkende. Ah, das ist ein bisschen so jetzt sieht man es gut, ja, das Pendant gegen eine Leica Q, also von der Optik her. Die ist von einem Zusatz, also Zubehöranbieter, dessen Namen ich jetzt nicht präsent habe, verlinke ich euch hier unten, ist nicht billig für das, dass sie eigentlich Sony Plastikteil ersetzt. Nur das Sony Plastikteil, das habe ich gleich versteckt hinten im Kasten, das ist furchtbar. Ja? Also nicht in der Funktion, sondern in der Optik ist furchtbar. Also wie man sowas entwickeln kann, weiß ich nicht. Es schaut einfach furchtbar aus. Und in dieser Kombination, also und es weglassen wollte ich auch nicht, weil es auch sehr viel mechanischer Schutz ist. Also brauchte ich einen Ersatz und da habe ich mich eben für diese rechteckige entschieden. Aber diese Linse, mit der habe ich glaube ich 50, 60% aller Bilder gemacht. Sony 40 mm 2.5 G-Klasse. Das dritte Objektiv, was immer dabei war, ist eine Weitwinkellösung. Und warum diese? Warum diese? Ich halte es mal kurz in die Kamera. Wildrocks, und zwar mein erstes Wildrocks, das ich mir selber gekauft habe. Die sind übrigens alle selber gekauft, ja? Also da ist kein Sponsoring dabei. Ich blende immer nur Dauerwerbesendung ein, damit ich auch niemanden auf die Füße trete, wenn ich sage, das sind, da gibt es Affiliate-Links dazu. Aber ansonsten ist das alles selber gekauft und nichts zur Verfügung gestellt. Bis auf den K&F-Rucksack, ja. Der schon, der orange Rucksack. So, das ist ein Wildrocks 2028 für Sony Vollformat. Ist, glaube ich, noch gar nicht mal so lang am Markt. Ich habe es aber nicht verfolgt. Mir ist es irgendwann später mal ins Auge gesprungen und ah, klingt interessant. Da wird es auch noch ein Video dazu geben. Wenn euch das auch interessiert, gerne in die Kommentare posten, ob ihr dazu auch noch was sehen wollt. Wahrscheinlich mache ich eins. Ja? Muss mir erstmal die Bilder durchschauen. Ich bin noch gar nicht fertig mit dem Sichten. Ich wollte eine Weitwinkellösung, also Weitwinkellösung als Festbrennweite, relativ lichtstark, klein, leicht und viel Geld wollte ich auch nicht ausgeben. Und da war das Wildrocks eigentlich unschlagbar. Ja.
Da gibt es dann in diesem Bereich eigentlich nur mal das Samyang 18, glaube ich. Aber auch das kostet, glaube ich, schon mal das Doppelte. Weiß ich nicht genau, aber das kostet, glaube ich, ich müsste lügen, ich glaube 160 Euro netto, 180 brutto, so irgendwie. Ich poste es auch gern drunter. Von der Qualität kann ich noch nicht allzu viel dazu sagen oder möchte ich noch nicht dazu sagen. Also es ist in der Mitte auf jeden Fall super scharf. Das ist echt okay. Und du kannst mit diesen 20 mm und auch mit der Nahenstellgrenze und so weiter, du kannst wirklich schöne Bilder machen. Also so, ja, diese Wumms-Wirkung. Ja, vielleicht blende ich auch ein paar ein. Kann man gut machen. Ob das jetzt auch technisch wirklich alles so fein ist, muss man schauen. Es ist auf jeden Fall günstig. Ja, also man kann von einer 150, 160, 180 Euro Linse nicht erwarten, die Masterqualität. Erwarte ich mir auch nicht. Aber es war eine super Lösung und ich setze die gleich mal an den Kamerabody, damit ihr seht, wie klein und leicht, das leicht wird es vielleicht nicht sehen, aber wie klein es hier wirkt. Ja, also das ist alles, ja, das ist es. Das ist es wirklich, also das ist wirklich klein. Klein, leicht, super kompakt, lichtstark. Ich wusste, ich bin sehr viel bei Tageslicht unterwegs, das sind die 2,8. Völlig okay, ja. Ich habe im Schrank hier noch ein Sony 2018G. Ist natürlich dem, ich würde mal behaupten, in jeder Frage überlegen, ist aber auch viel teurer, viel größer, doch schwerer. Wollte ich absichtlich nicht mitnehmen. Ich wollte wirklich gern leicht kompakt. Was hier Wilddrucks, ich weiß nicht, das habe ich öfter schon gelesen, irgendwie, die können das irgendwie nicht. Die schaffen es nicht, dass die eine Streulichtblende bauen, die vernünftig auf und ab geht. Sie geht, sage ich mal, vernünftig rauf. Das ist, na, es hakt, ja, ist nicht das Problem. Sie geht vernünftig rauf, aber sie ist sehr, sehr schwach. Jetzt ja, da hört sie besser. Das ist wirklich nur so ein ganz kleiner Klick zwischen bin ich drauf, also bin ich fix oder ich bin schon auf dem Weg zum Runterfallen. Und wenn man es oft in die Tasche raus und rein nicht achtet, ist der Verdacht naheliegend, irgendwann na, schwuppdiwupp, weg. Ist nicht passiert, muss man sagen, zur Ehrenrettung von Wilddrucks. Ich habe das Teil nicht verloren, es ist auch nie abgefallen. Es hält nur nicht besonders gut. Okay. Aber wie gesagt, auch das hätte ich auch ohne betreiben können, wollte ich aber nicht, weil ich eben gewusst habe, dass ich wahrscheinlich sehr viel Tageslicht, sehr viel Sonne habe. Und ich muss mir nicht absichtlich die Bildqualität reduzieren, wenn ich schon weiß. So, das zum Kamera-Equipment. Gehen wir noch ganz kurz ein bisschen so die Side Facts durch. Was habe ich noch mitgehabt? Natürlich Ersatzakkus, ganz klar. Die klassischen Sony-Akkus in dem Fall. Ich habe gar nicht so viel gebraucht. Also diese A7C, ja, so wie diese ganzen A7 III, A7 IV Kameras brauchen. Also gerade die A7 III braucht gefühlt wenig Strom, die A7C auch. Also ich bin mit so einem Akku eigentlich über den Tag gekommen. Fotografie nur, ja. War nicht das Problem. Dann habe ich hier noch diese Box, hatte ich auch schon mal in einem Video vorgestellt. Speicherkartenbox, die hatte ich auch nicht bei mir, sondern immer nur ein, zwei Speicherkarten als Ersatz in der Tasche. Aber die große Box war halt auch mit im großen Rucksack. Dann habe ich noch einen längeren Gurt gehabt, hier vom Peak Design, den ich sonst immer gern verwende. Also ich trage fast immer diesen Gurt. Das ist dieser Peak Design Gurt mit diesem, ja, ihr seht das hier auch an der Kamera mit diesem roten Knupserl, was man da drauf knappt, habe ich aber fast nie verwendet, weil ich fast immer nur die Handschlaufe hatte. Also Gurt war dabei, war aber eigentlich nicht in Verwendung oder kaum in Verwendung. Dazu noch ein Reinigungskit, das ist auch von K&F Concept. Reinigungskit, da sind noch ein paar andere Tücher schon drin. Ist nie schlecht, auch gut, auch wenn es im Hotelzimmer ist, ja, da bringt es natürlich viel, aber es ist gut, wenn man es am Mann hat oder zumindest ein Reinigungstuch und vielleicht ein Blasebalg oder so. Und zu guter Letzt hatte ich mit, aber auch so gut wie nicht in Verwendung, weil ich immer Alternativen gefunden habe, war noch so ein kleines Pixi-Stativ. Manfrotto Pixi habe ich schon relativ lange und auch sehr gerne verwende ich immer wieder. Hat meiner Meinung nach einen einzigen Nachteil, dass ich da oben nicht auf 90 Grad kippen kann. Das macht mich irgendwie nervös. Aber ansonsten ist das so eine Kugelkopflösung. Auch eine nette und feine Geschichte. Kann man schnell irgendwo mal wohin stellen und hat ein kleines Stativ. Aber da gibt es viele Alternativprodukte. Gut, liebe Leute, das soll es mal gewesen sein. Ein grober Überblick über die Technik. Wenn euch was speziell davon interessiert, schreibt es in die Kommentare oder Erfahrungen habt. Ich poste auch gerne ein paar Links zu ein paar Produkten. Habe ich schon Videos gemacht.
Ja, das war's eigentlich auch schon wieder. Würde mich freuen, wenn ihr ein Abo da lasst, liken, teilen, sharen, ihr wisst, also das Social Media Akquise durchführen, gerne über mich sprechen, gerne mein Video auch kommentieren und eure eigenen Erfahrungen vielleicht zu dem einen oder anderen Produkt dazu schreiben. Wenn euch was interessiert, wenn ich irgendwo speziell ein Video dazu machen soll, bitte auch posten. Ansonsten sehen wir uns im nächsten Video. Immer gut Licht, wünsche ich euer Fototrainer. Servus, tschüss und Papa.